herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, auch erstmal wieder herzlichen Dank für eure Kommentare. Auch habe ich den Eichenbogen angelegt. Jetzt, ne, endlich. Und Alain, ich habe zwar unterschiedliche Pfeile, Bolzen, Eispfeil, geschärfter Pfeil, Sprengstoffpfeil, nur 12 Stück. Aber Feuerpfeile, die sind mir wieder ausgegangen. Ne? Nee, Quatsch, nur noch 20 Stück. Ich weiß nicht, wo ich die herstellen lassen kann, von wem. Bei Hawk steht es nicht auf der Liste. Ich weiß noch mal, in der allerersten Version hatte ich ja Feuerpfeile herstellen können, aber ich habe vergessen, wer das war. Und in der KL habe ich es leider nicht finden können. Gut, okay, gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, wen haben wir denn hier alles? Ein Wüstenräumer. Gibt es ja noch mehrere Wüstenräumer. Wir befinden uns nämlich hier oben. Oh. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Weil, ich weiß nicht, sind die bestimmt gut gerüstet. Schauen wir doch mal. Schon wieder ein Assassine. Jo, der hat auch gleich hier. Wo bin ich denn jetzt hergelangt? Komm. Hier hin. Und eine Drehung machen. Das war ein schöner Salto. Ein Seitwärtssalto. So, schon wieder ein Assassine, sagt er. Ich habe doch die Adeptenrobe an. Sein. Ach so, er ist da hinten in Lauerstellung. Der wird bestimmt nicht questrelevant sein, oder? Ich habe mal zwischengespeichert und jetzt kommen die auch noch direkt auf mich zu. Was soll der Kram? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, wenn die so lustig hinter mir herrennen oder auch nicht, kann ich ja mal meine bessere Rüstung anziehen. Na, nicht so weit runter. So, und dann schaue ich mal Wüstenräuberches. Ja, bleib mal. Ach, da sind gleich zwei Stück. Bleiben die denn so trottelig? Bleiben die denn so trottelig? Ups, okay, ein kleiner Fehler gewesen. Okay, die bleiben so trottelig. Okay. Das hat mit eurem Suizidversuch wohl auf direkten Wege nicht geklappt. Nomadenschwert. Ups. Okay. Dann musstet ihr das wohl hier von mir erledigen lassen. Quatsch, der sieht auch lustig aus. Irgendwas ein besonderes? Nope. Hehe. Okay, die beiden haben wir schon mal erledigt. Ja, ich gehe stark davon aus, dass die Wüstenräuber nicht questrelevant sind, weil es waren ja Räuber. Ne, also ganz böse Räuber. Gucken wir mal, ich habe übrigens abgespeichert zwischenzeitlich. Und ob da irgendwie wer... Elite-Wüstenräuber, die gibt's... Was ist los? Psst. Da ist einer im Zelt drin. Oh, Feier. Naja, mal gucken. Sind das Privatkisten? Nein, Proviantkisten sind's nicht. Da muss einer drin sein, in diesem Zelt, sonst wäre er aufgewacht. Ich kann auch wieder lauter reden, so ist es ja nicht. Verdammt, was ist denn da los? Das erinnert mich immer so an Castle Wolfenstein, also Return to Castle Wolfenstein. Vielleicht kennen das einige von euch. Gibt's someone there? Auch so einen lustigen Ausspruch, wenn man ein bisschen zu laut war. So, Elite-Wüstenräuberchen, wo bist du denn? Der ist da drin, wahrscheinlich am Schlafen, oder was? Gleichen wir uns da mal um. Oha. Sind die denn da alle da drin, ne? Wüstenräuber, okay. Eins, zwei, drei. Der Elite, der wird nicht mehr angezeigt. Hier ist noch einer. Der da pennt. Räuber. Ich versuche mal mit dem Schwertchen was zu machen. Scheiße. Jetzt bist du. Nein! Mach doch nicht so einen schäbigen Aussetzer, Roland. So, Eschenbogen. Gut. Keine Heiltränke hier. So, sind denn die anderen davon wach geworden? Das ist die große. Schwummerige Frage. Naja, ich werde mich mal regenerieren und speichern. Jawohl, jetzt wieder in Schleichmodus gehen.
Um niemanden zu erwecken. Gucke ich ihn eigentlich so blöd. Auch gemein, ne? Die im Schlaf zu überraschen. Ja, wieso nicht? Erstmal gucken, wie empfindlich die sind. Das ist ja auch wieder nur ein normaler Wüstenräuber. Okay. Vom Schwert aus der Scheide ziehen ist er nicht wach geworden und... Tut mir leid. So läuft das besser. Nicht hinlegen. So was Blödes jetzt, sorry. Das ist jetzt, ne? Weil das Bett wurde ja nicht ange... ja, jetzt. Und was hat er denn Lustiges? Ein Degen, normal. Okay, normales Zeugs. Geht mal wieder speichern. Gucken, wie spät wir es haben. Ja, 4.45 Uhr. Dann dürften sie noch ein bisschen schlafen, die anderen Wüstenräuber. Okay, Obwohl das nach außen hin jetzt sehr, sehr hell wird. Ich hoffe, noch nicht zu gefährlich hell. Oh, da hinten steht einer im Dings. Oh, hier sind es gleich zwei. Elite-Wüstenräubertjes. Oh ja, okay. So elitär ist er ja nicht. Okay. Was hast du denn? Ich denke mal, es wäre ein Schraubenzieher, ist ein Dietrich. Jep. Aufsammeln bitte. Und der Elite-Wüstenräuber ist hier. Ja, was hast du denn Elite-mäßiges? Nichts Besonderes. Okay, dann auch wieder speichern. Und weiter geht's. Mal schön slicen. Schleichen. Wo ist der da hinten? Der nervt mich ein bisschen, der mit dem Rücken zur Wand ist. Das sieht aus, als... Jetzt mal gucken, hat der überhaupt einen Namen? Nein, er hat keinen Namen. Hallo? Mal. Also wenn ich auf Bogen umschalte, dann geht er aus dem Schleichmodus automatisch raus. War das immer so? Weiß ich jetzt nicht. So, während er hier steht, im Wachkoma-Modus, könnte ich ihn doch von hinten einen auf die Omme zwirbeln. Okay, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir noch einen Elitären. Oh, der hat einen schönen Schulterschutz, gefällt mir. Oh, der hat mich aber auch ein bisschen genatzt. Oh, da ist mal einer, hier ein Tränkchen hat. Ein Essenz der Heilung. Ja, und auch da sollte ich auf Anraten nochmal die letzte Stufe lernen bei Wulfias, damit ich mir einen Supertrank brauen kann. Das mache ich dann später. Mittlere Wunden heilen. Also hier, oh, ein blauer Strahl erstrahlt. Gut, klappt ja. Dann werde ich mal... Hier, da steht schon wieder einer mit dem Rücken zu mir. Speichern. Schleichen wir uns wieder heran. An diesen Kopftuchträgern. Also, ich meine, da ist jetzt... Oh, da ist eine Höhle, ne? Aha. Wird bestimmt ganz viel Proviant sein. Ich muss sowieso noch die ganzen Zelte nochmal genau durchsuchen. Ich will nämlich keine Zeit verlieren. Nicht, dass die alle aus ihrem Schlafkoma aufwachen und dann... Oh ja. Schönes Käppi hat er auf. Ah, jetzt hat er wieder diesen komischen Hau drauf, der Roland. So, weitermachen. Richtig. Ist ein Räuber. Haben wir irgendwas Besonderes? Nope. Nomadenschwert. Obwohl das eigentlich dann wohl räuberische Nomaden sind, ne? Also zum Clan der Nomaden gehören und nicht zu den Assassinen, oder? Bitte korrigiert mich. I don't have a fucking damn idea. Ach ja, muss ich nach dem Trinken auch wieder in den Schleichmodus gehen. So, kommt das nächste Zelt heran.
Oh, schwebende Zelte. Das kann passieren. Dieser Mod. Herrlich. Wie haben wir denn hier? Haben wir hier denn einen zu liegen, zu stehen? Ja, da ist einer. Das sind sogar zwei. Ali? Jetzt bin ich ein bisschen... Da soll ich doch hingehen. Das ist Alis Lager. Oh weia. Quatsch ich den jetzt an? Nee, kann ich nicht anquatschen. Jetzt habe ich, glaube ich, was verbockt, oder? Habe ich jetzt was verbockt, oder wie? Weil Ali hat einen Namen. Nee, der will mich natzen. Ali will mich natzen. Scheiße. Warum? Super. So, mal einen Übergang gemacht. Mich mal hier in Deckung gestellt. Und da kommt schon einer an. Beziehungsweise kann ich seinen Schatten sehen. Sowas Blödes jetzt aber auch. Ich weiß nicht, ob der Ali jetzt für mich wichtig ist. Ja, okay. Da fliegen die Pfeile. Das ging jetzt nicht auf. Also meine Rechnung jetzt hier. Ja, ist gut. Bleib stehen, du Lump, ich weiß. Gehen wir mal in was anderes hinein. Ach ja. Ach ja, schön. Also ich weiß, dass jetzt ab Barant diese Mod so richtig an Fahrt aufnimmt und wahrscheinlich auch was die Komplexität angeht und die Schwierigkeit, die man haben kann und die Einfachheit, etwas zu vermasseln. Das glaube ich schon fast. So, mal gucken wir mal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Komme ich da überhaupt rum? Sieht nicht so aus. Oder? Oha, gefährlich. Nee, ich wag es lieber nicht. So, komme ich nicht mehr weiter. Ich kann jetzt nur noch springen. Gut. Eben konnte ich nicht weiterlaufen. Gut. ich wollte eigentlich in die Höhle rein und gucken, was da ist. Apropos Höhle, wie spät haben wir es? Oh, schon 6:30. Gothic-Zeit. Vielleicht sollte ich da noch mal ein paar Nickerchen oder Schläfchen machen. Würde ich dann auch tun. Ah, ist das so? Hier wächst wenigstens ein bisschen was Grünes hier. Es gibt ja noch Hoffnung. Die letzten heißen Tage hier, die wir hatten. Also nicht nur hier in Varant, sondern auch generell. Ja, es war sehr, sehr, sehr übelst. So, wo ist mein Ziegensack? Hier ist der Ziegensack. Okay, ich überspringe das dann mal. Yeah. Weiter geht's. Nur, dann sind die denn noch auf aggressiv geschaltet? Ich glaube ja, ne? Ich könnte ja nochmal zurück auf den Platz gehen und schauen, ob ich noch irgendwas Wichtiges looten kann. Oh, 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 oh! Das ist nur ein normaler Wüstenräuber. Aha. Da, jetzt sind sie wieder aufgewacht. Okay, trotzdem bin ich neugierig und will wissen, was hier ist. Waffenbündel. Ha. Kommen sie hinter mir her? Ja, mal schon mal ein bisschen was klauen. Ich weiß es nicht. So, Proviantkisten. Hier ist keiner. Was? Varentinischen Weines. Bündel. Oh, Lederbeutel. Das ist doch immer gut. Noch ein Wasserfass. Auch schön. Okay.
haben sich jetzt beruhigt. Er guckt erstmal, was in der Flasche ist. Und ich speichere mal ab. Und warte auf die Dinge, die da noch kommen werden. Ich mal hier rum. Ja, ja, geschickt. Ist da oben einer? Das kann natürlich sein, dass da oben einer ist. Glaube nicht. Immer hoch. Oder? Ja, sonst hätte er schon längst ein Wäffelchen gezogen hier. Ne, ist keiner da. Ein schöner Ausguck. Pech. Ups, kann passieren. Ja, weil wir jetzt hier Weitsicht haben. Eine schöne, tolle Weitsicht. Hier ist sonst weiter nichts. Oh, da hinten stehen da noch welche. Oh, weia, die habe ich ja gar nicht gesehen. Himmel. Wüstenräuber. Soll ich sie natzen? Gucken. Vielleicht kriegen die auch nichts mit, wenn ich mich an die heranschleiche. Muss ja alles ausprobiert haben. Aber warum stehen die jetzt da? Weil da noch was ist. Okay, wer ist denn hier näher dran? Also abgespeichert habe ich. Wenn das nicht klappen sollte, ja, sorry Leute. Der ist gut. Okay, Sprengpfeil geladen. Vielleicht kann ich so mich heranschleichen, ohne dass sie aufmerksam werden, damit ich die Trefferchance verbessere. Und, ich kann sogar schießen im Schleichmodus. 1, 2. Oh, der hat auch Pfeil und Bogen. Oh, der auch noch. Wer stirbt als erstes? Die beiden. Okay. Ja, ist gut. Achso, ich bin noch im Schleichmodus gewesen. Okay, Wüstenräuber, was habt ihr denn für lustige Sachen dabei? Okay, Heilkraut. Schönbogen. Oh, die haben schöne Bögen dabei, meine Herren. Ziemlich gute sogar. Nicht irgendwie so Ratternbögen oder so was. Da liegt dann noch ein Bogen. Okay, dann haben wir uns erstmal da. Ach, schaut einmal, guck. Hier ist ein Handweiser und da steht drauf nach Ishtar. Ishtar? Wer ist denn da? Bin Ishtar. Oha, das wird interessant. Speichern. Ah, Mensch, wo könnte denn Uga sein? Weil da brauche ich meine Rüstung hier, meine Hitzeschutzrüstung. Gucken wir mal eben auf der Karte. So, Alis Lager. Was da? Das kann man schlecht erkennen, alles dieses hellrote hier. Uga ist genau gegenüber. Aha. Uga, Uga, Balla, Balla, Peng, Peng oder was? Mist. Ich gehe jetzt mal links rum. Okay. Ach, ich blute. Geh mal weg, du blauer Schein. Sehe ich nix. Ach, hier ist das mit den Säulen. Aufregend. Aufregend. Mal gucken, ob hier irgendwelche Peoples sind. Das sieht so sehr nach Ork-Kram aus, finde ich. Ich meine, da hinten jemand zu sehen. Ich glaube, ich werde mal meinen. Gibt's hier wer oder wie oder was? Da sieht das nur so aus. Ich darf nicht vergessen, mich umzuziehen. Hier gibt's niemanden. Also offensichtlich erstmal so nicht. Weil diese komischen Kampfwelle hier.
Gibt's hier was? Irgendwie gibt's hier nichts. Okay. Jo, okay, dann müssen wir mal so langsam ein bisschen scouten gehen. Wo bleib ich denn jetzt hier wieder hängen? Ah, das ist ein bisschen ruckelt, sorry. Ah, hier geht's auch nochmal hoch. Mhm. Aber gucken wir mal, was hier so rumliegt. Ein Waffenbündel. Ah, das ist gut. Waffenbündel sind ja immer gut. Gemacht, finde ich hier. So, grobes Breitschwert. Aha. Das hier für eine Standarte. Das ist ja... Hä? Hinten da. So, das ist ein Kopf eines Widders oder so. Ja, Widderkopf. Boah, Leute. Entweder kann ich jetzt in die Richtung weitergehen. Oder ich gehe weiter hoch. Das ist ein alter Wagen. Hm. Gibt's hier? Na, bleibt da immer irgendwas hängen? So. Hm. Okay. Nur sonst gibt's hier nicht viel, arg viel zu holen. Dann gucken wir doch mal hier oben drüber. Als erstes mal. Gucken aber erstmal auf die Karte, wo wir über uns sind. Wir sind also da. Na, schaden kann es nicht, ne? Das sollte ich mal abspeichern. Hm. Ich bin von hier gekommen. Oder? Ja. Sieht so aus. Hä? Nee, doch nicht. Hä? Warum ist das hier alles so groß? Was sind das hier für riesige Stücke? Varrant. Du bist mir total unbekannt. Reiten da draußen rum. Alter Schwede. Und karg ist es auch noch. Unter meinem Käppi schwitzig. Ein bisschen. Oh, da hinten ist was Grünes. Ich sag jetzt nicht, dass das dieser blöde Palmenhain ist, wo die Nomaden stehen. Nee, oder? Ich hab ja noch einen Teleport zu... Scheiße. Okay, sind noch ein paar Greife. Ich will jetzt nicht hier meine... Ich muss erst schön... Naja, falsch. Geschärfter Pfeil. Okay, ich muss erstmal wieder hier billigere Pfeile nehmen, damit ich hier meine paar anderen Pfeile nicht hier total verballere. Noch ein Greifse. Greif die Liane. Okay. Junge, jetzt trifft doch mal. Okay. Also was Pfeilherstellung angeht, da sind wir an Pfeilen, Pfeilschäften und Federn gut ausgestattet. Da ist noch einer. Dann noch mehrere. Die Hügel der Greife. Hm. Oh, wenn ihr das hier mitkriegen könntet. Was hier für eine Hitze ist. Aber wohl nicht so tief. Also ich, das wäre jetzt hier so fast 1:1. In der Hitze her. Also hier abendländisch. Hier tagsüber.
Sehr erkläglich hier. So. Da unten läuft was. Das sieht aus wie ein Leopard. Leopard. Schön, gefällt mir. Leoparden. Wie komme ich denn zu euch Leos denn hin? Das ist die große Frage. Ja, habe ich doch schon. Da hinten ist ja wohl sackende Gasse, ne? So. Dann werden wir mal so weit voranschreiten, dass wir hier... Ah, wenn ich springe, dann macht er diese Ruckler nicht. Und wenn ich renne. Heute bin ich ein bisschen wortkarg, ich weiß. Wortkarger David. Kostet ja Energie, das Reden. Gerade bei der Hitze. Okay, aha. Da ist diese Wüstenbanditengeschichte Lager. Und hier sind wir dann da wieder hin. David dahin, richtig. Okay, dann... mir nichts anderes übrig, als mal hier so eine kleine Geschichte mal runter zu springen. Auch wenn es mir ein bisschen die Beine gebrochen hat. Aber egal. Ah ja, okay, ist da. Ah ja, richtig. Jetzt gehen wir rechts rum. Ich werde mal ein bisschen was Erfrischendes zu mir nehmen. Einen guten Steinkrug schmeckt es am besten. Weiter geht's. Noch ein paar Minütchen haben wir noch. Ich will auf jeden Fall schon mal auf die Leoparden treffen. Sehen, was hier los ist. Okay. Ist denn der dann gleich gekommen? Sorry, ich muss immer nach draußen blicken, weil... In der Baustelle da. Oh, manchmal springt der. Sopp, wo seid ihr denn, ihr Leos? Machen wir einen riesen Weg. Da, da sind sie ja. Okay. Das sieht nach sackende Gasse aus. Aber die ist leer. Klappt das jetzt aber auch. Okay, machen wir uns dann die Leoparden mal zu killen. Ja, probieren wir mal. Ob, oh, natürlich. Wie immer. Wie immer. Ringelnatz. Naja. Ah, einer hat mich schon gewittert. Komm her, spring auf mich drauf. Ich will dir das Fell abziehen. Oh. Oh, auch gut, auch gut, auch schön widerspenstig, aber noch im Bereich des Möglichen. So, der hat sich noch nicht. Wow, schönes Fell, super. Kidok, speichern. Zum zweiten Mal vor. Besten. Der Seite. Und zwar, was versuchen wir denn zur Seite zu springen? Okay, das könnte wundfrei ablaufen. Es ist wundfrei abgelaufen für mich. Aber leider nicht für den Leoparden. Something sehr? Something sehr? Ist da jemand? Ist da was? Gut. Da ist jetzt dieser... Ja, das ist wohl dieser Palmenhain, ne? Dann geht's wohl hier wahrscheinlich zu diesem Belia-Turm. Oh. Nein! Wenn ich denn diese gut
getarnten Wüstenraiser und ich bin in Betten. Ja. Okay, dann werden wir das mal hier mal nochmal kontrollieren. Da ist ein Wüstenraiser, kriege ich den? Mist. Ja, ich sollte meine Lebensenergie steigern. Das weiß ich. Hier ist was los. Hört ihr das? Naja, das sind diese nicht zu holen. Fahrzeuge, die hier dauernd bei mir am Fenster vorbei fahren. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich speichere mal ab, aber bevor ich das tue, werde ich diese Folge schließen. Ihr wisst... Hat man das gehört? Okay, ihr wisst Bescheid, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.